Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Von KI spricht man, wenn Computersysteme Aufgaben erledigen, die eigentlich menschliche Intelligenz erfordern. Zum Beispiel Bilder erkennen, Entscheidungen treffen oder Dialoge führen. Dafür müssen die KI-Systeme mit Wissen und Erfahrung ausgestattet werden. Das kann auf zwei Arten geschehen. Man kann jede einzelne Anweisung fest programmieren, sodass die Maschinen Schritt für Schritt Aufgaben lösen. Ähnlich wie bei einem Kochrezept oder einer Bauanleitung. Oder man setzt Programme ein, die selbst aus Daten lernen. Dadurch können sie relevante Informationen aufspüren, Rückschlüsse ziehen oder Vorhersagen treffen. Man spricht von maschinellen Lernverfahren. Wahrscheinlich haben wir alle schon einmal mit KI zu tun gehabt. Wenn wir online Filme schauen, Musik hören und einkaufen, erhalten wir dank KI Empfehlungen, was uns gefallen könnte. KI kann gesprochene Sprache in Text umwandeln und in eine andere Sprache übersetzt wieder ausgeben. KI ist zentraler Bestandteil der Robotik. Roboter erleichtern unseren Alltag oder übernehmen anstrengende Tätigkeiten. Autonom fahrende Fahrzeuge erkennen durch KI ihre Umgebung und können darauf reagieren. In der Medizin bekommt KI eine immer größere Bedeutung. Sie unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, Krankheiten zu diagnostizieren. Aber auch Patientinnen und Patienten nutzen immer häufiger KI-basierte Apps für eine Erstdiagnose. Im Bildungsbereich hilft KI dabei, Lernangebote individuell anzupassen, zum Beispiel auf digitalen Lernplattformen. KI wird immer wichtiger. Wenn wir verstehen, wie KI funktioniert, können wir besser einschätzen, wo sie uns in Alltag und Beruf zur Seite stehen kann und wo wir lieber selbst entscheiden. KI wird den Menschen nicht ersetzen, sondern kann uns immer besser unterstützen. Dafür brauchen wir eine KI-kompetente Gesellschaft. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Von KI spricht man, wenn Computersysteme Aufgaben erledigen, die eigentlich menschliche Intelligenz erfordern. Zum Beispiel Bilder erkennen, Entscheidungen treffen oder Dialoge führen. Dafür müssen die KI-Systeme mit Wissen und Erfahrung ausgestattet werden. Das kann auf zwei Arten geschehen. Man kann jede einzelne Anweisung fest programmieren, sodass die Maschinen Schritt für Schritt Aufgaben lösen. Ähnlich wie bei einem Kochrezept oder einer Bauanleitung. Oder man setzt Programme ein, die selbst aus Daten lernen. Dadurch können sie relevante Informationen aufspüren, Rückschlüsse ziehen oder Vorhersagen treffen. Man spricht von maschinellen Lernverfahren. Wahrscheinlich haben wir alle schon einmal mit KI zu tun gehabt. Wenn wir online Filme schauen, Musik hören und einkaufen, erhalten wir dank KI Empfehlungen, was uns gefallen könnte. KI kann gesprochene Sprache in Text umwandeln und in eine andere Sprache übersetzt wieder ausgeben. KI ist zentraler Bestandteil der Robotik. Roboter erleichtern unseren Alltag oder übernehmen anstrengende Tätigkeiten. Autonom fahrende Fahrzeuge erkennen durch KI ihre Umgebung und können darauf reagieren. In der Medizin bekommt KI eine immer größere Bedeutung. Sie unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, Krankheiten zu diagnostizieren. Aber auch Patientinnen und Patienten nutzen immer häufiger KI-basierte Apps für eine Erstdiagnose. Im Bildungsbereich hilft KI dabei, Lernangebote individuell anzupassen, zum Beispiel auf digitalen Lernplattformen. KI wird immer wichtiger. Wenn wir verstehen, wie KI funktioniert, können wir besser einschätzen, wo sie uns in Alltag und Beruf zur Seite stehen kann und wo wir lieber selbst entscheiden. KI wird den Menschen nicht ersetzen, sondern kann uns immer besser unterstützen. Dafür brauchen wir eine KI-kompetente Gesellschaft. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
Von KI spricht man, wenn Computersysteme Aufgaben erledigen, die eigentlich menschliche Intelligenz erfordern. Zum Beispiel Bilder erkennen, Entscheidungen treffen oder Dialoge führen. Dafür müssen die KI-Systeme mit Wissen und Erfahrung ausgestattet werden. Das kann auf zwei Arten geschehen. Man kann jede einzelne Anweisung fest programmieren, sodass die Maschinen Schritt für Schritt Aufgaben lösen. Ähnlich wie bei einem Kochrezept oder einer Bauanleitung. Oder man setzt Programme ein, die selbst aus Daten lernen. Dadurch können sie relevante Informationen aufspüren, Rückschlüsse ziehen oder Vorhersagen treffen. Man spricht von maschinellen Lernverfahren. Wahrscheinlich haben wir alle schon einmal mit KI zu tun gehabt. Wenn wir online Filme schauen, Musik hören und einkaufen, erhalten wir dank KI Empfehlungen, was uns gefallen könnte. KI kann gesprochene Sprache in Text umwandeln und in eine andere Sprache übersetzt wieder ausgeben. KI ist zentraler Bestandteil der Robotik. Roboter erleichtern unseren Alltag oder übernehmen anstrengende Tätigkeiten. Autonom fahrende Fahrzeuge erkennen durch KI ihre Umgebung und können darauf reagieren. In der Medizin bekommt KI eine immer größere Bedeutung. Sie unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, Krankheiten zu diagnostizieren. Aber auch Patientinnen und Patienten nutzen immer häufiger KI-basierte Apps für eine Erstdiagnose. Im Bildungsbereich hilft KI dabei, Lernangebote individuell anzupassen, zum Beispiel auf digitalen Lernplattformen. KI wird immer wichtiger. Wenn wir verstehen, wie KI funktioniert, können wir besser einschätzen, wo sie uns in Alltag und Beruf zur Seite stehen kann und wo wir lieber selbst entscheiden. KI wird den Menschen nicht ersetzen, sondern kann uns immer besser unterstützen. Dafür brauchen wir eine KI-kompetente Gesellschaft.